Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen. So wie vielleicht einige von euch schon bemerkt haben, letzte Woche Freitag und ja, gestern gab es kein Diablo Reaper of Souls, da kam The Elder Scrolls Online. Und das wird auch vorerst so bleiben, also montags und freitags gibt es The Elder Scrolls Online und dann dienstags bis donnerstags gibt es Diablo 3 Reaper of Souls. Allerdings wird es heute kein Let's Play geben. Ich möchte euch heute mal eine Skillung vorstellen, die ich auch auf YouTube gesehen habe. Und das ist eine Skillung für den Hexendoktor. Und wenn man sich mal mein Equip anguckt, da sind noch sehr viele gelbe Items drin. Und trotzdem schaffe ich es mit dieser Skillung schon mal auf Qual 1 zu spielen. Und die Skillung, die sieht wie folgt aus. Und zwar habe ich auf der primären Taste, also auf der linken Maustaste, habe ich die Krötenplage mit dem Krötenregen. Lässt Kröten vom Himmel regnen, die getroffenen Gegner vergiften, haltet die Umschalttaste gedrückt, um anzugreifen, ohne euch zu bewegen. Und der Kröten... Ja, genau, das war das, was ich gerade vorgelesen hatte. Dann auf der rechten Maustaste habe ich die Piranhas. Und zwar die Eispiranhas. Beschwört einen Schwarm tödlicher Piranhas, der Kälteschaden verursacht. Betroffene Gegner erleiden zusätzlichen Schaden und werden unterkühlt. Dann habe ich auf der 1 den Geistwandler mit Ausflug. Verlasst euren physischen Körper und betretet die Geisterwelt, um euch für längere Zeit schneller fortzubewegen. Die Verbindung zur Geisterwelt wird unterbrochen, wenn euer leiblicher Körper genug Schaden erleidet. Dann habe ich auf der 2 die Zombiehunde beschwören. Blutsaugende Bestie. Und zwar beschwört 4 Zombiehunde, die an eurer Seite kämpfen. Eure Zombiehunde heilen euch, wenn sie angreifen. Auf der 3 habe ich den Koloss mit rastloser Gigant. Beschwört einen kolossalen Zombie, der an eurer Seite kämpft. Wenn der Koloss auf einen Elite-Gegner trifft oder von Gegnern umringt ist, wird er wütend und erhält so Boni auf Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit. Elite-Gegner schließen Champions, seltene Gegner, Bosse und andere Spielcharaktere ein. Und auf der 4 habe ich den großen bösen Voodoo mit Tanz des Zuschlagens. Beschwört einen Fetisch, der die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit aller Verbündeten erhöht. Das Ritual erhöht den Schaden aller Verbündeten in der Nähe. So, bei den passiven Fertigkeiten habe ich zwischen Licht und Schatten. Sämtlicher verursachter Schaden wird um 20% erhöht. Allerdings werden auch die Mana-Kosten um 30% erhöht. Da ich aber durch die Krötenplage überhaupt keinen Mana-Verlust habe, ist das eigentlich völlig egal. Auf als zweite passive Fertigkeit habe ich die Opportunisten. Wenn einer eurer Zauber einen Gegner trifft, besteht eine Chance von bis zu 10%, dass ein durchtragender Fetisch beschworen wird, der 60 Sekunden lang an eurer Seite kämpft, und davon werden einige kommen. Dann habe ich grausiges Labsal. Heilkugeln stellen 10% des maximalen Manas wieder her, wenn sie eingesammelt werden, und gewähren 15 Sekunden lang 10% Intelligenz. Ein Intelligenzbonus ist bis zu 5-mal stapelbar. Und als letzte passive Fertigkeit habe ich Nachtmahl. Ein zusätzlicher Zombiehund kann gleichzeitig beschworen werden. Der Schaden der Zombiehunde und des Kolosses wird um 50% erhöht. So, und wie gesagt, man sieht's, mein Equipment ist jetzt nicht wirklich besonders toll. Ich habe, hier habe ich das Aukels Kraft, dort habe ich Aukels Herrschaft, Andariels Antlitz habe ich gefunden, zufälligerweise, allerdings noch auf normal gefunden. Dann habe ich kusterische Handgelenkschützer. Hier oben habe ich Kimbos Gold. Die ewige Einheit.
Leorix Siegelring und Mord als legendärer Dolch. Und das Teil habe ich auch gefunden, die Gnade des Jadeernters. Und ansonsten ist es alles, ja, gelb. Gut, um euch zu zeigen, dass ich damit zumindest auf Qual 1 kämpfen kann, gehen wir mal in die schwerenden Wälder. Und dann beschwören wir erstmal die Zombiehunde und den Koloss. Und dann werde ich euch das mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und wie man sehen kann, das Mana, ja, da passiert absolut gar nichts. Okay, das war jetzt nicht wirklich weiter schwer. Gehen wir mal hier rein in die Krypta. Und wie man sieht, das sind jede Menge Fetische. Und selbst hier mit dem Elite-Gegner passiert mir nicht wirklich viel an meiner Gesundheit. Und das auf Qual 1 mit nicht wirklich gutem Gear. Ich brauche mehr Zeit. Man würde auch noch Qual 2 schaffen. Allerdings ist da dann die Chance doch schon etwas höher, dass man zwischendurch mal stirbt. Und man muss auch nicht so nah dran stehen, man kann auch ein bisschen von weiter weg kämpfen. Noch nicht bereit. Was mir eigentlich auch sehr gut gefällt. So, wie ihr gesehen habt, da war auch ein Champion dazwischen. Der hat mir jetzt auch nicht wirklich was getan. Und ihr habt gesehen, das Mana, das wird nicht weniger. Also Mana-Kosten habt ihr null. Und ja, es kommt immer ganz drauf an, auf die Champions. Aber normalerweise auf Qual 1 ist es ganz, ganz selten, dass ich mal die Lebenskugel auch bewegt. Und wenn, wird es nicht unbedingt so kritisch. Sollte es mal ein bisschen kritischer werden, dann ja, nimmt er halt einen Heiltrank oder eine Heilkugel, die fallen gelassen wird. Und dann geht das auch wieder. Aber wie gesagt, normal auf Qual 1 habe ich bis jetzt das ganz selten, dass sich mal die Lebenskugel nach unten bewegt. Und wie gesagt, das Mana, das ist gleich 0 der Mana-Verbrauch. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wollte euch mal ein bisschen die Skillung zeigen und wie man das Ganze spielt. Also
wenn ihr reinkommt ins Spiel, einmal die Zombiehunde beschwören, den Koloss beschwören, dann den großen bösen Voodoo, um ein bisschen schneller zu kämpfen, die Eispiranhas, um die Gegner einzufrieren und dadurch kriegen sie natürlich auch noch ein bisschen Schaden. Und einfach nur die Krötenplage spammen in einer Tour und den Geistwandler, wenn ihr mal wirklich in einer Gefahrensituation sein sollt, den mal eben kurz zünden und dann könnt ihr euch meistens schnell daraus befreien. So, das war's aber auch jetzt wirklich für heute. Morgen sehen wir uns wieder, dann wieder mit gewohnt mit Let's Play. Und ich sag tschüss, habt noch eine schöne Woche und bye bye.